Hier liegt da also vor der Vertrag zwischen der Europäischen Kommission und AstraZeneca über die Lieferung von Impfstoff. In dieser Woche wurde gestritten darüber, was steht denn wirklich in dem Vertrag drin. Und da gibt es widersprüchliche Aussagen, ungewöhnlich unter professionellen und normalerweise ehrlichen Parteien, dass die unterschiedliche Darstellungen über etwas vortragen, was am Ende leicht zu beweisen ist. Denn AstraZeneca sagte, wir müssen nicht die 80 Millionen liefern. Wenn wir irgendwelche Gründe haben, warum wir nicht liefern können, haben wir eine Best-Effort-Klausel, die uns berechtigt, von unserer Verpflichtung zurückzutreten und außerdem auch die Briten bevorrechtigt zu beliefern. Da sagt die Europäische Kommission, nein, eine solche Klausel gibt es nicht, jedenfalls nicht die für die Belieferung. Ihr habt euch verpflichtet, eine bestimmte Menge bereitzustellen. Wir haben auch Geld dafür bezahlt, dass ihr vorproduziert und Kapazitäten schafft. Ja, jetzt hat AstraZeneca schließlich zugestimmt, den Vertrag zu veröffentlichen, nachdem die Europäische Kommission das verlangt hat. Der Vertrag enthält einige Schwärzungen, die aber nicht entscheidend sind für die hier vorliegende Frage. Ob es jetzt also eine entsprechende Klausel gibt, die es AstraZeneca erlaubt, die Briten vollständig zu beliefern, hingegen die Liefermengen gegenüber der Europäischen Union zu kürzen. Schauen wir also rein. Der Vertrag ist von letztem Jahr, ist schon eine Weile her, im August, dass er geschlossen wurde. Er enthält einige Definitionen und auch der Begriff Best Effort kommt da drin vor. Der wird definiert. Und zwar von zwei Seiten. Einerseits Best Effort auf Seiten von AstraZeneca. Die sollen sozusagen das tun, was nach Treue und Glauben jedem anderen Unternehmen der gleichen Größe zugemutet werden kann. Und auch die Europäische Union muss manchmal Best Effort leisten, zum Beispiel wenn sie unterstützen bei der Beschaffung von Material oder bei der Unterstützung von Zulassungen. Was man aber auch vorne sieht, die Definition von der initialen Dosis oder Liefermenge, da ist also die Rede von 300 Millionen Dosen, die produziert werden sollen, die Kapazitäten sollen dafür geschaffen werden und das auf Kosten der Europäischen Union in einer Art und Weise, dass die dass der Auftragnehmer AstraZeneca weder Gewinn noch Verlust macht. Aber kommen wir zu dem eigentlich interessanten Teil, nämlich die Frage, welche Verpflichtungen bestehen. Denn vom Vertrag her ist an sich klar, wir können mal kurz nach hinten springen, weil das kürzer ist, da gibt es einen Schedule, da steht drin, was es kostet und hier auch ein Delivery Schedule, in dem also drin steht, wie viele Millionen Dosen wann geliefert werden sollen, auch auf die verschiedenen Monate verteilt. Aber es ist geschwärzt, das heißt, wir sehen die genauen Zahlen nicht. Wir sehen nur die 300 ganz oben als initiale Dosis, die für die die Kapazitäten geschaffen werden sollen. Best Effort kommt häufiger in dem Vertrag vor, zum Beispiel, dass hier in der Klausel 6 die Kommission Best Effort anwenden soll und zu unterstützen bei der Beschaffung von Material oder dass sie nicht durch konkurrierende Verträge AstraZeneca behindern sollen. Alles das sind Sachen, die jetzt keine Auswirkungen haben auf den aktuellen Streit. Was aber eine Rolle spielt, ist die Klausel zur Haftung, Warranties, wo es tatsächlich Regelungen gibt. Ich glaube, die 13 sollte das hier sein, Representation and Warranties. Und ja, da kommt der Begriff Efforts vor in der Ziffer D, da heißt es, it shall use, und zwar AstraZeneca, its best effort to ensure that the initial Europe doses shall be manufactured in accordance with, und so weiter. Das heißt, AstraZeneca muss nur Best Effort anwenden, wenn es darum geht, herzustellen in Übereinkunft mit Material Respects with Good Manufacturing Practices und so weiter. Da geht es also nicht um die Menge oder Zeit, sondern um die Qualität. Diese Klausel kann man sich nochmal in Ruhe anschauen. Also tatsächlich gibt es hier eine Haftungserleichterung. Es gibt allerdings eine andere Klausel, wo ausdrücklich eine Verpflichtung von AstraZeneca statuiert wird. AstraZeneca verpflichtet sich bzw. garantiert, dass es keine vertragliche Verpflichtung von AstraZeneca gibt mit irgendeiner anderen Person oder einem anderen Land, wie zum Beispiel in dem Vereinigten Königreich, was dazu führt, dass die initiale Dosis nicht geliefert werden könnte. Und das ist erstaunlich. Ich bin nicht sicher, ob die Europäische Kommission darauf hingewiesen hat. Nicht nur fehlt es an einer Erleichterung von AstraZeneca,
nach Gutdünken oder nach bestem Wissen und Gewissen die Lieferungen auszusetzen. Es gibt sogar eine ausdrückliche Regelung, dass keine vorrangige Lieferpflichten gegenüber einem anderen Land, zum Beispiel dem United Kingdom, bestehen, die dazu führen, dass die Initial Europe Doses nicht geliefert werden kann. Das ist dann doch erstaunlich. Wir finden den Begriff Best Reasonable Effort an verschiedenen anderen Stellen, aber nicht an Regelungen, die die Lieferverpflichtung auslöst. Wir haben dann Termination Clauses, also Kündigungsregelungen und dergleichen. Wir haben Haftungsfreistellungen, also Freistellungen von Haftungen Dritter. Wenn zum Beispiel ein Bürger zu Schaden kommt aufgrund des Impfstoffes, da ist ziemlich viel auch geschwärzt. Spielt jetzt für die Lieferverpflichtung an sich erstmal keine Rolle. AstraZeneca hat sich verpflichtet zu liefern und die Best-Effort-Klausel entbindet sie nicht davon zu liefern. Sie entbindet allenfalls davon, qualitativ die Ware herzustellen, die so gut ist, wie sie es halt gerade können. Das lag daran, weil man im August halt einfach nicht genau wusste, welche Qualität die Ware haben würde. Und da wurde diese Best-Effort-Klausel eingesetzt. Sie hat aber nichts mit der Lieferverpflichtung an sich zu tun.